Herzlich willkommen und schön, dass du wieder zu einer neuen Folge Schlacht um Mittelerde eingeschaltet hast. Ja, du kleiner Herr der Ringe-Fan. Ja, schön, dass du dabei bist. Wir starten ins Auenland. Bin ich mal gespannt. Die kleinen behaarten Füße, Mann. Den geben wir jetzt richtig, obwohl haben die haben eigentlich schon große Füße. So Hobbits haben eigentlich von ihrem Körper her schon große Füße, ne? Denke ich schon, ne? Also. Vor langer Zeit führte ein Häuptling der Orks eine Armee in das heutige Auenland. Das Auenland. Doch die Halblinge besiegten den Häuptling und schlugen seine Soldaten in die Flucht. Ich war dein Vater, ne? Bis heute haben die Orks ihre Niederlage in der Schlacht von Grünfeld nicht vergessen. Ja, die sind voll brutal nachtragend, ne? Nun kehrt ihr Anführer in das Land der Hobbits zurück, um zu vollenden, was seine Vorfahren einst begannen. Ich feg doch meine Terrasse. Und so beginnt die Schlacht um das Auenland. Die Halblinge aus dem Auenland waren. Boah, die waren doch voll die Badass, Motherfuckers, ne? Unser Sieg über Eriador ist erst perfekt, wenn wir diese lästige Brut zerschmettert haben. Jo. Ah, das Auenland. Darauf habe ich lange gewartet. Macht euch bereit, Orks. Nicht wegrennen, komm, lass sie. Lieber immer, ich habe jetzt gelernt bei Herr der Ringe, immer, Bauplatz. Immer alles mit dem Chief machen, mit deinem Held, weil den Helden kannst du immer heilen. Orks, folgt eurem König, der Feind. Dieses Land wird uns so, zurück. Vorwärts, Bestie. Kurz zurück. 3300 Gesundheit, oh, pass. Ja, da rennen sie weg, ne, die kleinen Feiglinge. Da müssen wir erreichen, das Ostviertel, Ort? Ostviertel. Ich habe das Ortsviertel versperrt, ich meine, hä? Ortsviertel, what? Ja, wir warten noch kurz. Bis er hier ein bisschen mehr Leben hat. Dieses Land wird uns gehören. Zu langsam. Das kannst du aber mal holen. Habe ich keine Probleme mit. Hol dir das. Nicht stehen bleiben. Vorwärts, Bestie. Ein bisschen Kohle. Haben wir ein bisschen Kohle dafür. Speicher ich das auch nochmal direkt. Einfach, dass wir den Anfang, den Start so ein bisschen gemacht haben. Sollte dann passen. Ja, ich denke, also wie gesagt, Schlacht um Mittelerde 2 ist bedeutend leichter und schneller als Schlacht um Mittelerde 1. Gefällt mir auch, ja, so im Nachhinein gar nicht so gut. Also ich weiß, was ihr meint mit 2 ja schon geil. Obwohl ich auf Hexenkönig, also Aufstieg des Hexenkönigs gespannt bin. Habe ich, wie gesagt, da hinten, da habe ich stehen. Das ist nur also Herr der Ringe-Kram für den PC. Weil ich habe mir noch, ich bin gerade dabei, mir alles zu holen. Habe ich schon sogar die Spiele, das dritte Zeitalter und die zwei Türme. Und die werde ich auf der PlayStation 2 spielen, weil ich habe noch meine uralte PlayStation 2 gefunden. Habe mir einen neuen Controller an allem bestellt. Habe mir ein HDMI-Kabel für die PlayStation bestellt, dass ich sie auf dem Bildschirm spielen kann, beziehungsweise auf dem anderen. Und hab mir noch einen Splitter gekauft, wo ich dann mit auch aufnehmen kann. Damit ich das von der PlayStation mit meinem PC aufnehmen kann. Und dann kann ich Herr der Ringe, die zwei Türme und das dritte Zeitalter spielen. Und somit kann ich alle Spiele spielen und ihn veröffentlichen. Geil, ne? Das freut mich ein bisschen. Und dann, wie gesagt, mache ich halt auch noch wirklich Mordor Schatten und so. Dann habe ich wirklich alle Herr der Ringe Spiele, ne? Also, die momentan draußen sind. Klar, Herr der Ringe Online, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Die Halblinge haben 4 Rätsel.
Wenn wir sie zerstören, verlieren diese jämmerlichen Kreaturen alle Hoffnung. An die Arbeit! Macht, was euch befohlen wird! Wir werden angegriffen! Darüber! Kurz zurück. Vorwärts, Skorpion! Vorwärts! Und jetzt drauf. Ja, du kriegst halt auch so viel in den Arsch gebuttert, ne? Ich meine, ich krieg da schon wieder zwei Armeen, ne? Die brauchst halt alle gar nicht. Nicht stehen bleiben! Zu Befehl! Kommt schon! Verneigt euch vor mir, ihr Maden! Vorwärts, los! Bewegung! Ja, die brauchst halt alle echt hart gar nicht. Da können wir bestimmt bauen. Wir müssen die Ratshöhlen zerstören. Das war die erste. Dann werden sich die Halblinge beugen. Noch drei. Zwei. Wir brauchen noch drei. Sie greifen uns an. Jetzt. Erschlag ihn. Darüber. Okay. Weiter. Vorwärts, Bestie. Los, los. Ich sag's doch, das ist... Ah, die Baumeister sind hier. Wir müssen unsere Festung errichten. Das ist alles einfach viel zu einfach. Arbeiter! Die Festung können wir hinten errichten, hier. Baut! Das Auge beobachtet uns! Arbeiter! Orks, ich wusste ihr es. Wisst, was an die Waffenmänner! Ohne dein! Hier! Die können euch auch nichts helfen! Wir kommen aus Dunland, um zu helfen, großer König der Orks. Wir werden sie überrennen. Vorwärts. Los. Vorwärts. Noch ein Gebäude fertig geblieben. Ich höre. Ihr fallt zurück. Gut. Wir müssen kämpfen. Das Gebäude ist fertig. Wir haben viel zu tun. Dann sichern wir den mal hier mit einem Turm. Oh. Ja, das meine ich, hallo, du kriegst halt alles in den Arsch gebuttert in dem Spiel, ne? Ja, was ja auch okay ist. Ihr wisst was, unsere Festung ist fertig. Dieses Land wird uns gefallen. Gut, wir brauchen auf jeden Fall... Da bist du. Wir brauchen auf jeden Fall, nee, hier. So eine Schmodderkammer. Da sind sie uns. Auf sie. Ja. Genau, schön drauf, schön drauf, schön drauf. Denk dich durch. Nee, nee, nee. Zurück, 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 zurück. Ich brauche euch noch. Obwohl, das hat's jetzt mal in sich hier. Wir haben eine neue Höhle. Greifen den Baumeister zurück. Haben den Baumeister erschlagen. Oh, die. Noch ein Gebäude. Die haben schon hart in sich. Ja, nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. Dieses Land wird uns gehören. Okay, die Dunedai. Passt, 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 passt. Wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt. Okay, dann können wir erstmal nach da gucken und nach da. Sie zertrampeln uns. Alles gleich, nehmen alles zurück. So, wir brauchen auf jeden Fall jetzt ein paar Truppen. Ah, der ist halt echt fast down, ne? Dann lieber erstmal auf den hier gehen. Unsere Bogenschützen sind bereit. Wir brauchen noch einen Baumeister hier, zack.
Können wir noch Helden machen? Nee. Ah, hier können wir Upgrades machen. Cool. Gut, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Päuschen. Ich glaube, da kommt gerade keiner. Das heißt, danach rüsten wir uns erst. Wir rüsten uns jetzt eh erstmal komplett. Der Baumeister, wenn er fertig ist. Was er ist. Hey, Baumeister, an die Arbeit! Unsere Bogenschützen sind bereit! So. Da können wir nichts bauen! Hau das einfach mal da hinten hin. Ich höre! Sehr gut, dann haben wir die Grube mal. Und dann würde ich noch einen Baumeister mir holen. Wird auch parallel mal das aus upgraden. Upgraden! Upgraden! Upgrut! Gut, da haben wir ein bisschen. Euer König spricht! Ein bisschen hier, ein bisschen was safe. Die Türme deffen sich ein bisschen, ja. Die Höhlen haben wir perfekt. Ach, schade, dass das hier nicht funktioniert. So, da hinten haben wir Ruhe. Das heißt, wir können hier oben eigentlich uns ein bisschen, da können wir da hinten expandieren, ne? Da können wir ein bisschen ein paar Orkhöhlen da hinten hinsetzen. So, ich will auch noch hier ein bisschen gedefft haben. Arbeitet an eurer Einstellung! Passt perfekt. Können wir nämlich bis hier hoch expandieren. Dann haben wir da schön Gebäude. Dann haben wir immer eine stabile Infrastruktur, sag ich mal, ne? Die läuft dann hier gut. Das Gebäude ist verfolgt! Unsere Bogenschützen macht dich nützlich. So, dann können wir das upgraden. Das haben wir upgegradet, aber da können wir hier nichts machen, ne? 250? Ja, ich guck jetzt mal, ob wir das direkt upgraden können. Nee, aber das zählt dann nur für die Türme, ne? Tunnel greifen an. Los. Hey, Alter! Fuck you! So, das Katapult geht uns hart auf den Sack, aber da warten wir jetzt kurz. Arbeitet an eurer Einstellung! Hier, wir brauchen unbedingt hier Rüstung. Rüstungsgedöns, ja, ich weiß. Jetzt kackt einfach dieses scheiß Katapult, ey. Mir ging's schon damals auf den Sack. Los, kackt's einfach ab, los. Pisser, Mann. Ein scheiß Katapulten, ey. Jo, perfekt. So, dann haben wir die Rüstung schon mal. Perfekt, 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 perfekt. Wir haben viel zu tun. Wir müssen den Platz super ausnutzen. Dann machen wir es hier hin. Warum repariert das keiner? Zu wenig Gold. Das kann man nicht einnehmen, ne? Dieses Land wird uns gehören. Das neue Gebäude ist fertig. Hier geht es Gebäude ist fertig. Arbeit. Baut! So, super. Wir haben viel zu tun. Arbeitet an eurer Einstellung. Das mal, dass wir da ein paar Feuerpfeile haben. Was war das? Was war das? Was war das?
Noch ein Gebäude fertiggestellt. Macht, was euch befohlen wird. Ja, gut, das Lustige ist aber halt, ne, wenn ihr hier ein bisschen... Das neue Gebäude ist fertig. Devs? Oh, Spinnenreiter. Mach dich nützlich. Wenn ihr hier ein bisschen devst und so, ne, dann Tauern tust, dann hast du es eigentlich schon, ne. Das ist eigentlich ja ganz... Haltet euer Werkzeug bereit. Ja, ganz easy eigentlich, ne? Da haben wir bis hier hoch alles mal optimal oder so gut wie nicht optimal. Der eine wird jetzt sagen, oh, das hast du falsch gesetzt und das. Ja, hab ich halt. Oh. Drachendenkmal. Das werde ich mir natürlich auch gleich noch angucken, Mann. Wenn nehme ich alles mit. Hier geht es immer Arbeit. Wir wären dann fertig. Habe ich ein Drachendenkmal? Muss ich das upgraden hier? So, Spinnenman hier. Die haben eh nur ein Ziel, ne? Ja, das rentiert sich, glaube ich, wenn wir den noch upgraden, den Turm. Weil ich meine, die sind jetzt null auf den Turm gegangen, ne? Wir haben jetzt einfach... Das ist ja... Gut, da haben wir das. Ja, erstmal, dass wir immer wieder Soldaten kriegen. Einen Flaggenträger haben. Boah. Ich höre. Perfekt, perfekt, perfekt. Aber mach das erstmal, dann können wir hier. Und dann nehmen wir noch die Feuerpfeile, ne? Sehr gut. Wir haben jetzt Wanderträger. Dann brauchen wir aber auch nochmal 1000. Wir müssen alle Dunedain vernichten. Bereit? Wo ist der Feind? So langsam. Das Gehirn ist vom Feind. Kommt schon. Das Gute ist halt wirklich... Das Gute ist halt wirklich die Türme, ne? Die killen halt alles weg. Sehr geil. Das haben wir, das fehlt uns halt noch, aber das kriegen wir dann auch hin. Jetzt haben wir wenigstens ein paar Bannerträger. So, 7. Oh. Dunländer rufen. Das ist halt auch immer ganz gut. Jetzt können wir es nämlich machen. Was haben wir hier? Beschwerden, Bogenschützen, besetzte Verteidigungsturm. Ich glaube, ich nehme das als nächstes. Ich glaube, ich warte noch auf die 10 Punkte. Also auf die 3 noch, die wir haben. Könnten wir vielleicht noch in der Mission hier fertig kriegen. Haltet euer Werkzeug bereit. Finde ich, glaube ich, viel geiler, ne? Baut. Holzfäller Lager ist auch mal okay, ne? Soll ich nicht auch mal bauen hier Mach oben? Dich ich auch echt nie verkehrt, ne? Ja, ich sag's ja, das ist so. Na, schade. Oh. Komm. Ja, da passiert nichts. Ihren scheiß Katapulten. Jo. Direkt auftanken, los. Scheiße jetzt. Ah, diese Katapulte. Fuck, 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 fuck. Es sind neue Spinnen geschlüpft.
Los, diese Katapulte ficken uns, Mann. Ohne Witz, ne? Arbeitet an eurer Einstellung. Noch mehr Ausflieger. Da! Die Höhle ist bereit. Vorwärts, Marsch! Sie gewinnen die Oberhand. Sie plündern unser Lager. Wir haben viel zu tun. Gut, zack. Ja. Scheiße passiert, aber... Es sind neue Spinnen geschlüpft. Sammeln! Gut. Da warten wir jetzt hier erstmal. Ja, wir kriegen ja langsam Rohstoffe und so. Kriegen wir ja langsam. Panzerfest und Voraushilfe dran, oder? Haltet euer Werk und Meile erweitert! Mach dich nützlich! So. Ja, ich will halt nicht so krass auf Anfang auf. Ich will halt null auf Dingens gehen, ne? Ich will halt echt null auf so Masse halt gerade hier gehen. Ich will auf Qualität halt ausbauen. Das aber. Das ist immer die Frage, ne? Eine neue Kluft gegraben. So wenigstens mal ein paar, dass wir ein paar Tanks haben, wenn die jetzt wiederkommen. Macht, was euch befohlen wird. Baut. Dann bauen wir hier noch so ein Türmchen hin. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Und hier oben. Ich meine, wenn wir 5000 voll haben, baue ich hier oben noch die Festung hin, dass wir halt echt ein bisschen... Ein bisschen safe sind. Los, ihr Halbtrolle! Bewegung! Ja, komm. Okay. Das neue Gebäude ist fertig! Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mal auf die 1000 gehen, komm. Sparen wir die 1000 zusammen. Jawohl, komm, 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 komm. Jawohl. Jetzt können wir Feuerpfeile machen. Jetzt sind wir noch tödlicher. Uhuhu. Ja, es war jetzt am Anfang hier ein bisschen hart, aber gut. Wir haben uns ein bisschen... Ein bisschen gefangen haben wir uns. Wir haben eine neue Höhle. Unsere Bogenschützen sind bereit. Die Flammenpfeile sind bereit. Wo ist der Feind? Sehr geil. Habt ihr das gehört? So. Mussten uns jetzt hier hinten nochmal ein bisschen zurückziehen, aber. Unsere Bogenschützen sind bereit. Das ist halt auch geil, ne? Das will ich mir auch mal angucken. Ich glaube, den stelle ich dann aber hier hin. Da würde ich hier einen Turm hinsetzen. Er ist ganz fetzt dann ganz, ne? Ist ja gar nicht mal so verkehrt. Unsere Bogenschützen sind bereit. Bewegung. Ja, dann nehme ich mal ein bisschen. So, ne, da können wir noch nichts machen. Wir auf jeden Fall unseren König wieder haben. Brauchst du auch halt wieder, ne? Jetzt sparen wir erstmal. Craden hier noch alles ab, dass wir Feuerpfeile haben. Komm, dann hier. Ach, da haben sie ja schon. Gut, dann hätte ich jetzt gesagt, sparen wir mal kurz für den König. Und hier hinten haben wir ja erstmal alles. Die Schmiede ist auch fertig. So. Hier können wir dann auch die upgraden. Aber jetzt erstmal kommen hier die Jungs zum Einsatz. Die Dicken. Die Dicken. Unser König. Komm. Ach, come on, come on, come on.
Ja, come on. Gib Gas. Ne, nicht schlecht, die Dunedain. Die sind nicht schlecht. Verstehe ich gar nicht, warum wir die nicht hatten. Wir haben kaum noch Rohstoffe. Jawohl. So, El Chifo ist wieder da. Und auf jeden Fall hier oben kommt da noch eine Festung hin. Obwohl ich glaube, dass wir es jetzt nicht mehr brauchen. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall hier noch alles einnehmen. Hier unten ist da nichts mehr, ne? Das heißt, sie kommen dann nur noch von der Brücke hier. Von hier und von der Brücke. So. Das will ich mir jetzt mal angucken. Ist auch lustig, ne? Mit diesen Steinschleuderern, ne? Das will ich mir auch noch schnell angucken. Der König ist hier! Verneigt euch vor mir, ihr Maden! Geh auf deine... Geh auf deinen Skorpion. Los, los! Wollen wir mal sehen. Das ist ja lustig, Mann. Da steht er einfach. Und guckt sich so rum, so. Ja, wie der guckt, Mann. Der aussieht. Ja, aber der schleudert dann wahrscheinlich die Steine bis hier hinter, ne? Hier so bis in diesen Radius. Soll mir recht sein, wirklich. Spinngiftbeutel erforschen. Für die Spinnen können wir nichts mehr machen, ne? Dann craden wir hier, tun wir hier noch upgraden. Jetzt haben wir ja mal die Kohle gerade. Ja, komm. Kriegen wir schneller Soldaten hier. Oh, das ist das Gute, ne? Jetzt haben wir Ruhe. Jetzt können wir hier auch noch ein bisschen mal gucken. Zackentürme. Besteht die Feinde eine bei Umgebung der Festung? Oh. Das machen wir auf jeden Fall mal. Alles, was so ein bisschen... Nice. Die will ich mir noch angucken. Den können wir dann auch Pfeile geben, ne? Feuerpfeile. Ja, wir haben es, glaube ich, jetzt abgewehrt, ne? Wir haben das Schlimmste verhindert. Ah, geil. Sieht irgendwie cool aus, ne? Dass wir hier erstmal so eine Portion machen von denen. Achtung, Schirmreiter, macht Platz! Bringt sie hierher! Und was sind die gut? Vorsinne kann mit Bogen und Speer kämpfen, Stärke Bogenschützen. Ja, wenn nicht die, wer soll's sonst richten? So, come on, 250, komm, jawoll. Jetzt rockt es auch langsam, weil wir ziemlich gut jetzt Rohstoffe kriegen. Weil hier oben ja auch langsam die Höhlen alle Stufe 2 erreichen, ja. Wenn die dann Stufe 3 haben, ach Gott, dann rollt ja der Rubel hier. Dann rollt es ja, würde ich sagen. So, wir sind immer noch immer broke, aber gut. Wir haben das Spinnennest erweitert. Das will ich upgrade. Für den Gegner anhalten und Giftschaden zu. Das will ich auf jeden Fall noch schnell upgraden. Das sollten wir hinkriegen. Jo, komm. Es sieht halt schon besser aus, wie schnell wir jetzt alles kriegen. So im Late Game sind wir jetzt ziemlich gut, glaube ich. Ja,
töten die Giftbeutel. Ja. Die nicht, aber die hier. 1000. Boah. Da müssen die aber echt heftig sein, ne? Eigentlich müssen wir echt von hier vorne noch Grabhügel für die Festung mit dem Grabsystem. Ja. Mit dem Gangsystem. Das glaube ich, wir bei ihnen nochmal. Ich glaube, da haben wir hier links und rechts. Oder? Ne, ich glaube, ich mache hier einen Turm und hier noch einen hin. Weil ich glaube, die können ja weiter schießen, ne? Die können ja weiter feuern. Gut. Da glitzert alles, da funkelt alles. Noch 1000. Gebirgsriesen und wir können schneller upgraden. So. Da haben wir alles. Die Holzfällerkammer ist schon Stufe 2. Perfekt. Da kriegen wir doch auch schon ordentliche Rohstoffe. Eigentlich können wir den auch noch hier hinsetzen. Und hier noch ein Holzfällerlager setzen. So, und hier müssen wir dann den setzen. Wir haben die Klüfte erweitert. Drachennest-Denkmal erforderlich, aber wo kriege ich das her? Macht euch bereit, Hawks! Oder musst du es hier hin machen? Ist hier irgendwo ein Drachendenkmal? Ruft, spielen einen Drachen? Nee, ne? Ah, das. Ist ein bisschen doof. So, jetzt haben wir hier wenigstens mal ein bisschen Ruhe. Die greifen auch nicht mehr an. Das ist sehr schön. Da haben wir das abgewandt hier. Wir werden euer Werkzeug bereit. Baut! Können wir hier noch bauen? Umso mehr Kohle kriegen wir. So glücklicher bin ich. Komm. Das neue Gebäude ist. Jawohl. Ein Turm für 500. Ah, das ist ja Pillepalle, ist das. Ja, gut, das neue Gebäude ist fertig. Schieb den Karren. Bewegung. Da haben wir uns erstmal so ein bisschen gesichert. Bewegt euch, ihr Mann. Hinten noch ein Turm hin. So, wir sind eigentlich jetzt echt safe, würde ich sagen. Wir haben eine gute Armee hier schon mal, die es echt trocken wird. Ich glaube an euch. Kinders, ich glaube an euch. Wir sind jetzt eigentlich recht stabil, haben wieder eine Verteidigungslinie, haben hier echt gute Türme, haben ein bisschen Rohstoffe. Wir können jetzt auch, denke ich, hier oben dann demnächst mal die Festung bauen für 5000, ne? Ja. Können dann hier oben die Festung für 5000 bauen. Wir wären dann fertig. Oh. Ja, der Anfang war, hat so ein bisschen in sich gehabt. Der hat es wirklich so in sich gehabt. So, wir stehen noch zwei Truppen. Noch eine Truppe Bogenschützen. Sollte passen, sollte lang. Und dann können wir erstmal reinrennen. Dann können wir erstmal reinrennen und können hier uns die drei Rathäuser holen.
sollte so kein Problem sein. Ah. Ein neuer Riese erhebt sich. Diese Armee ist schon groß genug. Unsere Bogenschützen sind bereit. Kommt ja. Gut, wie wir hören, ist ja die Armee schon groß genug. Das heißt, der zippelt da ein bisschen rum. Und dann würde ich sagen, speichere ich und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut.